Liebe Freunde, liebe Mitstreiter, liebe interessierte Bürger in ganz Deutschland. Heute ist der 2. September 2018 und es ist kurz vor 2 Uhr in der Nacht. Ich bin soeben vom Trauermarsch aus Chemnitz zurückgekommen. Ich bin müde von den anstrengenden Stunden in Chemnitz und nun auch von der Heimfahrt. Gleichzeitig bin ich sehr aufgewühlt, nachdem ich von den vielen Falschmeldungen der Presse gehört habe. Deshalb möchte ich euch berichten, wie ich den Tag erlebt habe. Und ich lief mit Björn Höcke in der ersten Reihe und war sozusagen immer im Zentrum des Geschehens. Der Trauermarsch verzögerte sich bereits zu Beginn um fast anderthalb Stunden, weil angeblich zu wenig Ordner zur Verfügung standen und diese dann noch gesucht und registriert werden mussten. Ich persönlich vermute ganz stark, dass das bereits die erste Schikane von Seiten der Ordnungsbehörden waren, um den Trauermarsch zu behindern. Unter den vielen Teilnehmern, die ich ungefähr auf 8.000 bis 10.000 schätze, kam es dann auch wirklich schon zur leichten Unruhe. Immerhin waren auch Kinder darunter. Auch für ältere Leute war das lange Herumstehen natürlich beschwerlich. Als sich der Trauerzug dann endlich mit Björn Höcke und vielen anderen bekannten Gesichtern der AfD in der ersten Reihe endlich in Bewegung setzte, war ich sehr, sehr überrascht über die Disziplin dieser großen Menschenmenge. Es war tatsächlich ein Schweigemarsch. Niemand rief irgendwelche Parolen, alle verhielten sich still und ruhig. Nach dem Einschwenken in die Brückenstraße kam der Zug etwa in Höhe des Karl-Marx-Monumentes zum Stehen. Wir wurden von der Polizei aufgehalten und durften nicht weiterlaufen. Nachdem wir etwa 15 bis 20 Minuten dort standen und keinerlei Information erhielten, warum es nicht weiterging, kam mir ein schlimmer Verdacht. Die Situation erinnerte mich an den ersten Frauenmarsch in Berlin, an dem ich auch teilgenommen hatte. Ich ging deshalb zu Björn Höcke und erklärte ihm, dass wir unbedingt herausfinden müssen, warum es nicht weitergeht, um die Teilnehmer zu informieren und unnötige Unruhe zu vermeiden. Er bat mich dann, beim Versammlungsleiter nachzufragen und das tat ich dann auch. Doch der Versammlungsleiter hatte selbst keinerlei Informationen. Die Polizei ließ ihn völlig im Regen stehen und sagte ihm gar nichts. Ich ging deshalb zurück in die erste Reihe und bat einen Bundestagsabgeordneten, mich zu begleiten, damit wir uns jetzt selber ein Bild der Lage verschaffen konnten. Der Einsatzleiter, an den man uns verwies, erklärte uns, dass er selbst keine Ahnung habe, warum es nicht weiterging. Wütend erwiderte ich, dass ich ihm kein Wort glaube. Er erklärte uns dann, dass es wohl noch einen übergeordneteren Einsatzleiter geben würde. Mit anderen Worten, die Polizei verweigerte einem Bundestagsabgeordneten und einer Landtagsabgeordneten Auskunft, obwohl sie dazu eigentlich verpflichtet wären. Mein Kollege war plötzlich nicht mehr da und so ging ich alleine weiter zur Bahnhofsstraße. Ich wollte mir ein Bild verschaffen. Auf dem ganzen Weg dorthin war nur Polizei zu sehen, keine einzige Blockade, keine Behinderung. Auf der anderen Straßenseite der Bahnhofsstraße sah und hörte ich dann eine Gegendemonstration. Unser Trauerzug wäre an dieser Stelle nach rechts abgebogen und allein durch eine Absperrung, zum Beispiel mit Polizeifahrzeugen, wäre es möglich gewesen, den direkten Kontakt zwischen unserem Zug und der Gegendemonstration zu verhindern.
Die ganze Bahnhofsstraße in Richtung Theaterstraße war vollgestellt mit Polizeifahrzeugen. In diesem Moment war mir vollkommen klar, man wollte nicht, dass wir weiterlaufen. Ich ging dann zurück und berichtete dem Versammlungsleiter und Björn Höcke, dass die Polizei unser Weiterlaufen verhinderte, niemand sonst. Ich empfahl ihnen, die Versammlung aufzulösen, denn ein längeres Herumstehen war den meisten Menschen gar nicht mehr zumutbar. Das geschah dann auch und es war die einzig richtige Entscheidung in dieser Situation. Der Rechtsstaat hatte jedoch nicht versagt. Es gibt keinen Rechtsstaat mehr. 10.000 Menschen wurden an der Ausübung ihres Grundrechts auf Versammlungs- und Demonstrationsfreiheit gehindert. Das dürfen wir nicht hinnehmen und das muss Folgen haben. Ich bitte deshalb hiermit die AfD-Landtagsfraktion, Aufklärung darüber zu verlangen, warum der Trauerzug gestoppt wurde und nicht weiterlaufen durfte. Auf diese Antworten bin ich wirklich sehr gespannt. Ich persönlich möchte mich noch einmal ganz herzlich bei allen Teilnehmern bedanken dafür, dass ihr gekommen seid und eine großartige Disziplin bewiesen habt. Und allen, die für die Behinderungen verantwortlich sind, sage ich ganz klar, es wird uns nicht abschrecken und wir werden weiter auf die Straße gehen. Wir werden so lange auf die Straße gehen, bis Frau Merkel und die ganze Regierung zurücktreten, denn sie haben ihren Eid gebrochen, den Eid, den sie einmal geschworen haben, und zwar zum Wohle des deutschen Volkes zu handeln. Nichts ist davon übrig geblieben, gar nichts. Deshalb rufe ich hiermit alle auf, geht auf die Straße. Überall entsteht Widerstand im ganzen Land. Bitte unterstützt ihn. Wir werden noch einen langen Atem brauchen, doch wir haben keine Alternative. Ich freue mich auf ein baldiges Wiedersehen und grüße hiermit alle mutigen und aufrichtigen Bürger Deutschlands. Tschüss und bis bald. Einen ganz wichtigen Hinweis muss ich noch anfügen. Für die Aufarbeitung im Landtag ist es natürlich wichtig, dass das, was ich hier gesagt habe, auch bewiesen werden kann. Deshalb bitte ich dringend, dass sich der junge Mann, den ich nach der Veranstaltung vor dem AfD-Büro in Chemnitz getroffen habe, sich bei mir zu melden. Er hatte Videoaufnahmen gemacht von der Situation, wie ich sie auch vorgefunden habe. Leider habe ich vergessen, mir seine Kontaktdaten geben zu lassen. Also bitte bei der AfD in Chemnitz melden oder persönlich bei mir. Vielen Dank.